8 ist Start im Lokal, Junge. Geil, und wir hängen alle an die Schoße einfach da drin. Ne? Fuck, schnell beim Esko. Dinge, mehr Leistung hat wie mir erwartet haben. Die Stoßstange fliegt ja schon hin und weg. So, Florian, Kameramann, was sagen Sie dazu, zu dem ganzen Projekt? Ich bin zufrieden. Zufriedenstellend. Ja. Aber für dieses Jahr mal wieder irgendwas im Gange, sagen wir mal so. Ne? Red Bull schmeckt, Blau geht Auto, ich konnte schon wieder nicht lassen, weil ich hier einfach Sticker drauf geklebt habe, aber mir gibt man besser keine Sticker in der Hand, weil sonst sieht das Ding gleich aus wie Mercedes. Haben schon alles geplant. Auge, wir machen die Kamera erstmal im technischen Zustand. Aber designtechnisch fällt mir gar nicht mehr so viel ein, ehrlich gesagt. Ich wollte meine zwei Logos noch draufklatschen. Das Ding, wir müssen ja erstmal fahren, wir müssen ja erstmal Pokale holen. Gut, klein fängt mal an, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben hier aber auch nicht viel, was großartig kaputt geht. Hier die kleinen Stoßdämpfer. Bremsleitungen sehen für mich eigentlich noch relativ gut aus für die Kiste. Also da kann ich mich jetzt mal nicht beschweren. Gut, die Anschlüsse selber sind nicht mehr so prickel. Tank ist auch nicht so groß. Hier, Mittelschalldämpfer ist neu. Das ist schon mal gut. Cut ist noch vorhanden, das ist bei mir immer so eine Sache. Sag mal, Testo, was bist denn hier wieder am Mengen? Ich darf mal keine Euro haben. Alle müssen die scheiß Cut raus. Wenn ich 100 Euro neu hinkriege, dann muss ich ja mal einmal hören, ob die Kiste wie die ohne Cut anhört, ne? Fix-Dinge. Der Katalysator besteht nämlich mit, wo da hinten für die Scheiße raus. Leicht ölfeucht. Ja, kommt von Simmeringer Schaltung. Nicht so schlimm. Triebölwechsel ist nur leicht feucht. Gut, die Bremsscheiben sind aber auch gut im Arsch. Alter. Gut, die kann ich aber bestellen. Das ist jetzt nichts. Bremssättel sind schon mal neu gekommen. Leicht undicht die Ölwanne. Da habe ich gar nicht so viel Scheiße gekauft, muss ich sagen. Also ich habe den blind gekauft, aber auch nur weil er so günstig war. Die werden, ihr werdet lachen, die Dinger werden nur 1,5 gehandelt. Und dann haben die 200.000 runter. Der hier hat jetzt 120.000 runter. Der hat echt nicht viel, der kann echt nicht viel freigeben an der kleinen Kiste. Ne? Ist ja kein Wunder, die Dinger hier immer TÜV. Hier der Träger, Mensch, der Träger. Direkt Radlaufschale raus, alles runter, flexen, Sandstrahlen. Alles oldschool, alles machbar. Ja, ich gehe Uhrschutz kaufen, ich gehe Wachs kaufen, ich gehe Lack kaufen, ich gehe Rostumwandler kaufen, Federn kaufen, das ist das, was ich jetzt kaufe, den Rest bestelle ich alles online. Lackstift brauche ich auf jeden Fall, ich muss hier noch ein bisschen beilackieren. Lidämpfer. Der hat keine Federn. Scheiße, krass. Hat schon einen anderen Stabi drin, ne? Eine rote Stabi-Strebe. Der Tank, der ist ja mal Flatscreen-mäßig. Sehr witzig. Bremsleitung kam schon mal neu, da sehe ich die Verbinder. Ja, also, ich würde sagen, über den Tisch gezogen wurde die Schnitt, alles tipptopp. Ist alles in der Zeitverschiebung ein bisschen blöd. Nicht so schlimm. Ihr habt auf jeden Fall jetzt Video gesehen, wie ich damit gefahren bin. Die Kiste ist fast auseinandergefallen. Gut, also, ich sag mal so, was willst du für 600 Euro beachten? Ne? Hat aber noch TÜV. Teile habe ich auch alle bestellt, alles so. Also ich bin so eigentlich, ich könnte jetzt auch nicht einfach mit der Kiste dann einfach weiterfahren. Okay, die Feder ist klar, aber ich, so die anderen Sachen, ich bin da immer so, ich bin so ein Typ, also wenn ich schon dann den Brief in der Hand habe und das Ding ist mir, dann muss einfach so gemacht werden, dass ich die nächsten zwei Jahre Ruhe habe. Wisst ihr, was ich meine? Was dann kommt, ist ja auch scheißegal. So, deswegen, ich habe schon mal angefangen. Federn besorgt. Der hat im Fahrzeugschein, hat der Tieferlegungsfedern drin. Vorne sind aber keine Tieferlegungsfeder eingebaut. Wurden wahrscheinlich schon mal gewechselt. Billigprodukt ist gebrochen, weil so alt sind die unten nicht, die sind dann nur als oxidiert, richtig. So, habe ich jetzt normale KN Springs, kennt man so, normal Hersteller, sollte jetzt mal nicht scheiße sein, direkt auseinanderfliegen, wir mir abheben. Liquid Body Öl, ist klar. Da haben wir ja unsere schöne Sponsoring und Stickerchen. Luftfilter, sieht auch sehr witzig aus. Ich bei der Kiste ehrlich gesagt auch noch keinen gewechselt, aber. Auf jeden Fall ein dicker Apparat für das kleine Kistchen. Ne? Naja, dann für unsere 13 Zoller die dicksten Radkappen. Ich bin jetzt auch nur, also glaubt mir, ich bin wirklich schon auf eBay Kleinanzeigen gewesen und habe direkt nach dem Satz Felgen geguckt und geguckt. Ich blende mal so ein Bild von der Website ein, habe ich gut gefunden.
krach dir direkt dein Auto da rein, schreib dir direkt unten, was für Felgen du fahren darfst, mit welchen Reifengrößen, Original und, mit ET und hier und hast nicht gesehen, Lochkreis, auch wenn du da Zubehörfelgen kauft, musst du nur nochmal eintragen. Ja, habe ich alles durchgegoogelt auf eBay, wie das dann natürlich so ist. Ich kaufe mir ein Auto und finde einfach wieder gar nichts. Also Mercedes war ja in Ordnung, aber Peugeot ist total Katastrophe. Gut, Zubehörfelgen, ich habe auch so geile, gut, neue Felgen, ne? So Turbo-Felgen und High und Low. Wir sind ja auf laut Budget unterwegs und habe ich jetzt auch keine Lust, noch einmal 600 Euro auszugeben. Das Auto kostet 600 Euro für ein paar Felgen. Also gut, da sind auch keine Reifen dabei. Heißt, Allwetterreifen habe ich bestellt. Die müssen jetzt auch dieses Buch kommen. Die hat ja halt schon die ganze Verbreiterung. Die sind aber nach den Jahren natürlich nicht mehr so. Müssen wir kleben. Rückbank lasse ich mal noch drin. Die schmeißen wir dann am besten einen Tag vorher raus. Florian ist auch ready, ja? Jawohl. Ja. Ich habe das Auto noch nicht einmal gewaschen, ne? Ich war noch nicht einmal mit der Kiste. Normalerweise fahre ich immer in die Waschstraße, aber jetzt kann ich. Egal, wir machen die Kiste jetzt und dann fahren wir in die Waschstraße. Also, ich habe dann jetzt mal nach 1900 die Achse gelöst. Hier liegt unser Bremssattel. Der ist zum Glück nicht fest, habe ich zurückgedrückt, aber die Beläge waren fest, ist auch mal gut zu wissen. Faustsattel. Hier kleiden die Beläge drüber. Die waren auf jeden Fall fest, Kolben waren nicht fest. So, hier, dicken Schlagschrauber geht alles auf. Stabi ist zum Glück heile geblieben. Hat auch kein Spiel. Lenkstange muss auch raus. Der hat die nämlich am Stoßdämpfer. Noch nicht mal ein ABS-Sensor. Hat mich auch gewundert. Hat also kein ABS. Soll das ja wirklich mal ein Auto sein, wo überhaupt nichts dran kommt. Ne? Sei denn, du brauchst einen Unfall, dann knallt natürlich auf jeden Fall. Aber gut, ich würde sagen, wir machen jetzt oben unsere vier Domschrauben ab. Dann haben wir das erste Federbein schon raus. Das ist aber nicht das Federbein, was gebrochen ist, das ist nämlich auf der anderen Seite. So, ich würde sagen, auf wie geht's? Video raus. Feder, Hammer, normalerweise top. Genau, top. Hier, falsche. Top, kommt da oben. So rein. Gerade mit den Gewindezügen aufpassen, weil die Steine drüber sind. Wird hier reingesetzt. Stoßdämpfer ist noch dicht, der ist schön trocken. Der bleibt auch, der könnt ihr mal ewig halten. Ich sag mal so, wenn wir die ersten Sprünge machen und was weiß ich noch alles. Aber dann hey, geht ja wieder irgendwie ein Gesamtbelastungstest für das ganze Auto, bis es wegfliegt. So. Das ist nur die Frage der Zeit. Genau. Wie gesagt, die Federn sind für Walkzone, die sind noch nicht alt, ne? Hm. Die Wälzlager, also das Wälzlager hier drin ist auch noch nicht alt, aber gut, die Teller sind die alten. Geil. Sollen wir die ein bisschen abdüsten oder so lassen? So, viel verändert hat Shit, ne. Also, Feder haben wir drin. Alles mal ein bisschen abgeschliffen, mit U-Schutz schön versiegelt, dann sind wir weitergammelt. Hier haben wir auch ein bisschen die Roststellen außer Spurstammköpfe, die müssen eh bald neu für den TÜV. Spiel haben sie noch nicht, aber bis dahin werden sie wahrscheinlich Spiel haben, wenn wir fertig sind. Ölfilter, der war natürlich wieder festgezogen bis Ultimo. So, dann haben wir hier unsere Felgen, gut, sind Stahlfelgen. Bisschen weißer Hintergrund passt dann zu der Folierung mit den schwarzen Radkappen. Haben wir einfach hier so Tüten geholt. Hier ist der geilste Rostlöser, den es gibt. Mit dem habe ich jetzt hier ein bisschen mal alles schon gekontert. Ja. Jetzt werden wir mal das Federbein noch rausholen. Feder, schön gebrochen. Ist ja wirklich viel dran an so einem Abschenkel. Ne? Mal gerade eine Bremse, ein bisschen Lara, das war's. Also mal High Rallye fahren, Thomas, da kann es sehr viel um die Ohren fliegen, das sag ich dir. Gekin, wären wir damit gefahren, Alter, da wären wir direkt im Graben gelandet. Ja gut, wäre die Federn Reifen reingeflogen, ja. Erste Fahrt fliegt eh alles um die Ohren. Ja, oh mein Gott, die. Ich weiß, bei so einem Auto merkst du das schon gar nicht mehr richtig, ob der Schuss einfach kaputt ist oder nicht. Du drehst auf. Weiter. Ich schwöre, wenn du da während der Fahrt machst, haben wir ein dick Problem. Da kommen wir mit den 25er schnell aber nicht hin. Das sind die Tellerventile, wo du von gesprochen hast, ne? Was? Das sind die Tellerventile, wovon du gesprochen hast, ne? Das sind die Domteller. Ja. Das sind zwar noch mal die neuesten. Aber erfüllen noch ihren Zweck. Aber für gehen zu fahren reicht das, Thomas. Oh. So, kennt ihr das? Zwei Knochen zu. So. Ja, also. Das ist halt wie mit Stadtwerken. Ein Stadtwerk. Komm, mach jetzt. Na, der Ding ist doch okay. Oh je, der hat doch gleich den doofen Mittelraum stecken. Ja, komm. Oh, leck. Halt auch mal die Kamera. Oh.
Ja, irgendwie haben wir dann geschafft und haben gesehen, dass den Dom anders eingebaut ist wie den. Dann haben wir jetzt im Internet eingesehen mit dick Sturz und so. Und der hat jetzt so rumgeschraubt. Deswegen wollen wir das jetzt auch so machen. Weil wir gehen nach Hersteller, wir gehen nach Internet. So, mach. Junge, gib mir gerade mal. Zieh mal das Ding auf, Typ. Aber ich glaube mal, dass der Abstand da und da. Ey, den Abstand, sonst machen wir Loch rein. Bohren wir selber ein Loch da rein. Das wird auch mal geil, ne? Ey, wie weit können wir hier Löcher bohren? Ey, wie weit kommt der raus? Okay, komm. Um 8 ist Start im Lokal, Junge. Okay, wir hängen an die Stoße einfach da drin. Ey. Oh. Hier ist Loch hin, was ist denn dann da? Siehst du doch. Ich will den einen drauf machen. Ja, dann können wir den überhaupt andersherum einbauen. Ja, das ist aber scheiße. Vielleicht. Und wir brauchen einen Sturz nach außen, ey. Geh mal eine Schriftscheibe ranholen, dann tun wir das Blech so, hier. Loch einbauen. Wird doch nichts passieren. Ich weiß nicht, ob den TÜV uns halt abnimmt. Da kommt ein dick Domstreb drüber, weißt du, ich meine diese dicken Teller. So, weißt du, das ist ein dick Domstreb, da können wir nichts mehr. Nee, da müssen wir noch mal ein Loch einbauen. Nee, das Ding ist gleich ein Schweizer Käse. Weißt du, währenddessen wir das machen, wir gehen jetzt mal umschwenken zum Lackieren. Weißt du, das ist halt immer so, wenn man mal länger. Man muss auch mal was anderes machen, für die Motivation genau, wieder zu erhalten. Motivation hier mal zu erhalten. Ich hab Hunger. Das juckt keinen. Ich bin ja mittlerweile auf 2K-Lack umgestiegen. Heißt. Ich kann nichts mehr rein. Wir hängen schon nur durch Schlafen und Labern. Ja. Zeitplan, Stempel! Karenzzeit, Junge! Der Karnak sieht aus, als müsste du auch Koks drauf schmieren. Sagen Sie doch nicht sowas, Herr Regeneri. Woher wollen Sie wissen, wie Koks aussieht? Internetbilder. Spielfilme geguckt, ja? Ja. Tag schnell beim Hesco hin. Da kommt ja noch Hartkappe drauf. Die Dinger, die fliehen auch ab bei der Fahrt. Stell mal vor, wir haben 180er Hartnadelkorb, ey. Da zieht denn das Ding so ab. Da fliegt die Radkappe direkt in eine Menschenmenge, ey. Das ist erstmal 10 Sekunden Strafzeit. Jo. Da muss man die mit Sekundenkleber festkleben. Gekke, denkst du bei der Fliege? Da kommt ein Blumen aus der Menschenmenge. Mensch, ist schon Sekundenkleber dabei. Wir sind auch in der Karenzzeit. Ruf das Wichsigen. Chef, ich muss krank mal. Ich hab Aufregung. Steht in der Zeitung. Ich hab Radkappe verloren, wir haben brennen. Das ist keine Sicherung, nix. Oder ich weiß es nicht. Das ist so ein Faustsattel, die Bleche werden nur so da reingesteckt. Keine Sicherung, richtig nix. Bin zwar immer nicht überzeugt von, aber naja, was willst du machen? Ist ein Peugeot. Ein Peugeot! Als erstes in Reihe stellen. Genau, so sieht aus. So. Gleich in den Lenz reingehauen. Die Dinger heilen noch gesichert. So. Der will unbedingt fahren. Okay, heute Abend geht er mit einer Luxusbursch geheilt. Noch mal waschen? Nee. Das ist Kult, antik. Die Rallye-Streifen hier auch, die sind. Das klebt noch den heiligen Stau von Kaiser Wilhelms drauf. Und von Konrad Adenauer, gell? Du gewinnst hier alles. Oh, du lässt dich mal direkt festziehen. Ist mir egal, was ein TÜV sagt, aber sie haben vorher kein Spiel gehabt. Ob sie jetzt gleich Spiel haben, ist mir aber scheißegal. Hier, drück mal die Zangen zusammen, auf den Spurstangenkopf ausüben. Und dann wird das Ganze mit dem LKW-Schlagschrauber festgewichst. Ja. Zange weg. So. Muss ja irgendwie Risiken haben, das Hobby, ne? Sonst geht's ja langweilig. Irgendwie muss man sich ja umdrehen. Wir leben ja nur einmal auf der Welt. Genau. Man muss ja auch mal im Leben was wagen. Nein, das ist aus wie im Graben Fregli, ne, da kommt die Szene, ich glaube ich mal. Sichern Sie sich. Ja sicher, hast du dich mal reingesetzt? Mhm. Ich weiß auch gar nicht. Da drin? Ich weiß ja auch wirklich nicht. Weil du da eine Sitz dahinter gestellt hast, wie Ultimo. Ja, mach ich ja immer. Auch wenn der Fahrt liegt, immer so wie auf der Couch. Weil du so cool bist. Nee, leg mal Rücke. Da bist du Rücksitzbankvertreter, das ist so alles. Wir haben schon wieder Samstag, ne? Oh. Ja, mit Bremspass der DW freischaffen. Ja, Alter, also sind ihre Videos sehr werbefreundlich. Einwandfrei. Also ich muss sagen, wenn ich mich mit Freck fahre, ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, weiter. Warte. Die Bremssattel wäre auch bald lackiert. Sicher. Da hast du mehr dicke Bremswirkung. Dicke rote Ferrari-Lack, gibt nochmal 30 PS mehr auf der Haube. Ja.
Ich habe immer das Gefühl, die Wichsdinger mit drücken einem auf die Bremse. Was das? Junge. Ich stell mal vor, wir fahren hier mit 180. Wer denn überhaupt so schnell? 5 Minuten. Ah, da müssen wir auch noch gucken. Wir müssen Zeiten messen hier mit und wir müssen einmal gucken. Da kommt nur so ein scheiß Video von der Kurve, wie wir einfach geradeaus in den Hang runterfahren. Junge, deine Wasserkocherlache, die top doch normal ist. Nee, ich geh hoch wie ein Teekessel. Entdeckt an einem guten Peugeot. Ist ja nicht mehr Finger reingesteckt. Wir haben gesehen, dass das Ding mehr Leistung hat, wie wir erwartet haben. Die Stoßstange, die fliegt ja schon hin und weg. Alter, den Auspuff, der steht ja wirklich auf halber Sicht.